Dieser deutsche Arzt zeigt uns das Bellinzon-Krankenhaus in Tel Aviv. Seinen Arbeitsplatz. Überlebende des Terrorangriffs. Ganz schrecklich. Und die einzelnen Geschichten, die kommen ja jetzt auch langsam erst raus. Krankenstationen 15 Meter unter der Erde. Und immer wieder Raketenalarm. Alarm. Es sind ja immer noch Raketen, auch auf Tel Aviv und auch hier auf die Krankenhausgegend, die jeden Tag fast fallen. Die Angst, die momentane, was als nächstes passiert. Eine Klinik im Ausnahmezustand. Das Bellinzon-Krankenhaus in Tel Aviv. Der deutsche Neurologe Felix Benninger kommt wie jeden Tag seit 16 Jahren mit dem Rad zum Dienst. Blauer Himmel, 28 Grad. Die entspannt anmutenden Bilder trügen. Entspannt ist hier gar nichts. Man muss schon sagen, dass das jetzt momentan die Situation echt das Schwierigste oder die schlimmste Zeit ist, die ich kenne und an die ich mich erinnern kann. Das Krankenhaus war eines der Hauptanlaufpunkte für die Opfer des Terrors am 7. Oktober. Felix Benninger und seine Kollegen bereiten hier hunderte Krankenbetten vor für die erwarteten Opfer des Krieges. Der Arzt schilderte seinen persönlichen Alltag schon vor Wochen bei Stern TV. Jetzt ist gerade Alarm. Ich bin ja leider auf einer Gegend, wo es kaum Häuser gibt. Jetzt versuche ich hier mal in einem Hochhaus zu gucken, ob ich einen Raum finde zu unterstellen. Hier da oben sieht man schon die abgeschossenen Raketen. Da sind die zwei Raketen schon angeflogen. Und jetzt lieber auf die Erde gehen. Felix Benninger hat einen Mann und zwei Söhne. Die Familie lebt in Tel Aviv. Auch mit den Kindern erlebte er bereits Raketenangriffe, bei denen er Schutz suchen musste, wie hier. Ich habe die Rakete scharf, wenn ich ein paar Mal komme, ich lasse wieder verschoben. Meine zwei Söhne sind 3 und 5 Jahre alt. Die kriegen das natürlich auch mit. Also es ist nicht so, dass man das verheimlichen kann. Und es gibt natürlich auch die Raketenangriffe, die unheimlich laut die Sirenen kommen und dann hat man 90 Sekunden Zeit, in einen Schutzraum zu kommen oder in eine Situation, wo man eben nicht verletzt wird. Situationen wie diese. Und warten ab, dass es aufhört. Das sicherste ist immer im Treppenhaus. Muss man weg von den Eingängen gehen, damit man keine Splitter abbekommt. Ich hoffe mal, dass wir einfach immer etwas durchbleiben im Bäumchen. Jetzt hat die Sirene aufgehört, normalerweise kommt dann gleich der Knall. Die Familie dachte in den vergangenen Wochen mehrfach daran, nach Deutschland zu flüchten. Wir denken da schon zu Hause drüber nach und es gab auch viele Diskussionen, wann und ob die Zeit kommt, mit den Kindern wirklich nach Deutschland zu gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier wirklich 16 Jahre. Ich habe hier meine Position nicht nur einfach von meinem Beruf her und von meiner Arbeit her. Ich habe auch echt eine Verantwortung für meine Assistenzärzte, für meine Station, für meine Patienten. Und das geht schon von mir aus überhaupt nicht. Er führt uns zu einem traumatisierten Überlebenden des Terrorangriffs vom 7. Oktober. Der 23-jährige Student Mayan Zubeh bekam eine Kugel in die Leber. Zusammen mit zwei Freundinnen und einem weiteren Mann versuchte er in einem Auto von einem Musikfestival zu flüchten. We have been 4 people. 2 of the girls got murdered immediately and the 2 guys survived. The girl in the front got the bullet in the head and she was the first one. And the girl next to me who got like shot in the heart and I was immediately cut my head like between my legs. And I think that's what saved me from most of the bullets that got in my friends. Mayan Zubeh und der Fahrer flüchten schwer verletzt aus dem Auto, verstecken sich in einem Gebüsch, wie andere auf diesen Bildern. I acted like I'm dead. I got lucky that they didn't make sure that I'm dead. And we heard all of the shootings above us and all of the rockets and everything. And we just hope that no one gonna get us again. Nach 8 Stunden wird er von Leuten aus einem naheliegenden Dorf gefunden, erzählt er. Seine Mutter kommt zu Besuch. Sie sagt, wir können ruhig bleiben. The whole
whole situation in the country is sad, but there are small miracles all the time. How did you get to know that he was there and in the middle of these terrible things? Well, slowly by slowly. Not immediately. He told me I have a small scratch like this, yeah. I didn't want to tell her because I was scared she will come and she will kill, like yeah. My friends. I called my brother and I tell him I have a little scratch in my knee and I am talking with the police and I'm waiting for rescue, but just for you to know that I'm here. Okay, thank you very much. Thank you so much. I wish you all the best. Nur wenige Augenblicke, nachdem wir uns verabschieden, ertönen plötzlich Alarmsirenen. Alle müssen in den Schutzraum des Stockwerks. Auch Marjan Zubei und alle anderen Patienten dieser Station müssen aus ihren Zimmern raus. Marjan Zubei, die Kugel der Terroristen, steckt noch immer in seiner Leber. Das Krankenhaus verfügt über einen gesonderten Bereich zum Schutz vor Raketen, unterirdische Krankenstationen. Felix Benninger führt uns dorthin. Durch einen Seiteneingang kommt man zu den zwei Ebenen. Vor allem Patienten, die bei Raketenalarm nicht mobil sind, werden hier untergebracht. Beiden Stockwerke, minus 3 und minus 4, da sind unsere Stationen eben verlegt worden, die eben sicher sind, mit Schutz. Na, während der Arbeitszeit kam das, ich glaube, zweimal die Woche kommt das vor. Sonst waren die meisten Angriffe eben am Abend zu Hause dann oder in der Nacht. Die unterirdischen Etagen waren früher Parkdecks. Jetzt befindet sich etwa im vierten Untergeschoss die größte Intensivstation im Nahen Osten. Der Deutsche stellt uns Yaron Niv vor. Der leitet den gesamten unterirdischen Bereich. Ein Mann mit wenig Zeit. Let's go in. Wir sehen uns ja gleich. Einfach nur kurz sagen. Oder er sagt dann, sagt ihm Bescheid, er ruft mich kurz an und dann sehe ich euch sofort. Ja. Tschüss. Dankeschön. Seit dem Tag des Terrorangriffs hat er diesen Bereich nach und nach eingerichtet. Patienten dürfen wir nicht zeigen, nur das Personal. We just moved down the department, three internal medicine department and one intensive care unit and also the dialysis. And we moved them down because up there they were not protected. They were in the 8th and 7th floor. So we need two floors between the sky and the rockets and the patients. So we had to move them down. Die Intensivstation wird bald Platz für 200 Patienten haben. Yaron Niv erlebt bereits seinen 5. Krieg in Israel. It's different because this guy murdered citizens. It's against citizens, children, women, old people. It's not against the army. I'm furious, I'm angry. But I'm a physician. I'm treating patients, I'm treating soldiers, wounded soldiers. That's my job. I don't think about anything else. Yaron Niv ist zu alt für den Kriegsdienst. Rund 200 Ärzte und Ärztinnen des Krankenhauses wurden aber bereits eingezogen. Für Felix Benninger eine große Mehrbelastung. Also die großen Sachen sind natürlich organisatorisch, dass ich mich darum kümmern muss, über unsere Assistenzärzte, die einberufen wurden, die fehlen. Also haben wir ja auch bei uns auf der Station und die jetzt ja wirklich schon fast 3 Wochen nicht mehr bei uns arbeiten. Die wirklich 24 Stunden mit der Armee als Ärzte eben dort zuständig sind. Das fehlt hier und der Arbeitsmangel, der wird natürlich immer akuter. Auf dem Krankenhausgelände trifft er eine Kollegin, eine Psychotherapeutin. Sie arbeitet schon seit Jahren hier mit Therapiehunden. Viele der Opfer des Terrors brauchen intensive mentale Unterstützung. Die Hundeführerin Michal Lebenstein will betonen, wie wichtig die Behandlung der psychischen Folgen des Krieges ist. Timmy is working with people who injured in the war.
who survived, yes. With soldiers also. Auch viele Ärzte hier sind mental am Limit. Die Therapeutin schildert Felix Benninger ihre eigene Situation. Also Zedgard ist 28 Jahre, ist sie schon Schwester hier, Krankenschwester am Krankenhaus. Ich meine, sie hat schon sehr, sehr viel Erfahrung mit schwierigen Fällen, mit schlimmen Situationen. Aber auch jetzt in dieser Zeit, und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, hat sie selbst auch eine Therapie, um damit fertig zu werden.